Hallo Freunde der betonten Landwirtschaft. Ich stehe hier im Regen und was wir heute vorhaben, ist schlafen. Also zuerst schlafen natürlich, klar. Weil, ihr wisst ja, letzte Folge habe ich mir ein Feld gekauft mit Sonnenblumen. Das wird dann reif, wenn wir geschlafen haben. Und ich muss auch all unsere anderen Felder düngen. Ja. Und ich würde mal sagen, das machen wir dann mal nach dem Intro. Da sind wir auch schon wieder. Ich stehe hier immer noch im Regen. Ich hoffe mal, der ist weg, wenn wir geschlafen haben. Zack, husch. Und schon wieder kommt ein Obi geflogen und zeigt euch, wie ihr mich unterstützen könnt. So, mit dem Wetter haben wir ja Glück gehabt. Wunderbar. Bevor wir uns um die Wolle kümmern, wo da oben steht, dass da kein Platz mehr ist. Und Eier müssen auch eigentlich soweit sein. Na, du kleiner Racker. Na komm, ja, lauf weiter. Muss nicht hier sitzen bleiben. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja. Düngen. Da fangen wir mal an mit Düngen. Ja, halt, Quatsch. Überlege, ich glaube, der hier. Mineraldünger, jawohl. So, wir fangen jetzt mal hinten an, dieses Mal. Zack. Der kann raus. Wir fangen mal an bei Feld 18. Kurs laden. Düngen. Schwupps. Und dann fahren wir auch zu Feld 18. Und legen los. Und zwar jetzt. So, ich hüpfe mal schnell zu unserem neuen Feld. Da muss ich ja noch einfahren. Fällt mir gerade ein. Das ist ganz da oben, das Feld 4. Da möchte ich mal gucken, ob das reif ist. Reif für die Insel. Wachstum? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, das ist jetzt aber böse. Warum nicht? Ich habe dich ja schon eingeplant, blödes Feld. Futter. Für Futter wäre es reif, aber ich will ja kein Futter machen. Ich will ja Öl machen. Na gut, dann warten wir halt noch. Pff, was soll's. Übrigens, was ich noch gemacht habe, das zeige ich euch natürlich. Ich habe gedacht, das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Brauche ich nicht extra Zeit verschwenden im Video. Bei den kleinen Gewächshäusern auf dem Hof. Hier, die waren voll. Die habe ich quasi abgeladen und eingelagert im Logistikzentrum. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Palettenkutscher. Dieser hier. Scharfe Wolle, das passt ja. Dann machen wir mal los. Und ich gucke derzeit mal nach den Eiern. Die müssten doch eigentlich auch soweit sein. Oh ne, da ist noch Platz. Da ist noch Platz, ey. Gucken wir mal, wenn der Tag vorübergeht. Ja, dann, ne? Ein Blick in unsere Produktion. Oh, mir fällt was ein, was ich machen wollte. Speedy Gonzales-Modus. Ne, halt, da muss ich hin. Und zwar möchte ich mal Heu
in unseren Robot fahren. Ach, nicht mit dir. Mit dir. So. Und zwar hau ich da jetzt mal gleich 500.000 rein. Das heißt, wir fahren zu unserem Tierhof. Zum Futterlager. Das, was wir hier laden, das fahren wir zu den Tieren. Und zwar zu den Kühen. Robot-Anlieferung. Und das wird sein Heu. Heu. Machen wir zweimal. Und ab die Post. Ja, also das mit unserer Raffinerie, sage ich schon, mit unserer BGA, da wunderbar geklappt. Wir springen mal eben kurz hin. Silage. Zack, hier. Dresda habe ich jetzt hinzugefügt. Und die werden auch, also alles wird hier Silage und Dresda. Die werden gleichzeitig verarbeitet. Dann kommt hier unten richtig was zusammen. Gärreste brauche ich keine mehr kaufen. Da habe ich jetzt mittlerweile bei der BGA einiges. Oh, warum du sein so schnell unterwegs? Da war da etwas in Schlingern gekommen, ihr habt da gesehen. Aber so richtig. Ja, 113, ich weiß nicht. Wir machen mal 90. Das ist ein LKW, kein Formel 1 war. So, warum mache ich das heute in den Robot? Ganz einfach. Ich denke mal, unsere Kühe werden sich so allmählich jetzt vermehren. Und hier, der Robot, der steht still. Da geht nichts mehr, weil kein Heu mehr drin ist. Und das muss ich ändern, dass der wieder läuft. Nicht, dass da meine Nahrung... Da sind noch 82.000 drin. Da kann ruhig ordentlich Nahrung rein. Wir haben jetzt mittlerweile 180 Tiere. 2000 maximal. Da kann die ruhig mal Vorarbeit leisten. Damit da genügend Futter drin ist. Und Stroh haben sie ja noch. Ja, Stroh brauche ich nichts tun. Da haben sie noch. So, der hat geladen. Das heißt, ich kann nicht weiterschicken. Zack. Dann kommt die Bulle ins Logistikzentrum. Da ist jetzt das schöne Heu drin. Ja, ich sehe schon. Da vorne gibt es wieder Error. Ach, die Regel ist schon von alleine. Seht ihr? Nein, nein, noch nicht. Ist der andere Wuffer. Wunderbar, wunderprächtig. Da wird das Heu ausgekippt. So, mal gucken, wie der rauskommt. Warum sich das hier nicht auflöst da vorne?
Ich bin anscheinend zu dicht dran. Da dauert es etwas. Ich hüpfe jetzt mal zu unserem Düngermeister. Schwupps, da werdet ihr sehen. Und schon geht es da unten wieder los. Dann fahren sie wieder. Weil ich möchte mal gucken, ob ich da Kohle gleich fahre. 100%. Jawohl. 100%. Eine gute Rapsente wird das. Oh, sorry. Sorry, Lady. Was ich noch machen wollte, ich möchte mal meine Gülle und Dinglager einweihen. Haben wir auch auf der Multimap so ein schönes. Mal Überblick verschaffen, wie ich das mache. So, hier kann ich ja rechts abbiegen. So, da haben wir ja ein schönes Gülle Lager, sag ich mal, und hier auch ein Gärreste-Lager. Und das gehört uns schon. Also warum nicht nutzen? Wird es auch bei uns angezeigt in der Übersicht. Da steht immer ganz falscher Knopf. Falscher Knopf. Statt über hier. So, von da aus. Ganz cool und locker geht's hier rein. Und von hier aus. Wer weiß. Da rein. So. Tierhof, Gärreste, da, ja, zack. So, dann fahren wir hier weiter, kann ich jetzt ausmachen.
wäre lieb gewesen, wenn das hier auch so wie hier in der Richtung stehen würde, aber nächstes Mal jetzt so rum, muss ich halt mitleben. So wie hier beim Kühllager gefällt mir es eigentlich besser. Hätte ich schön rausfahren können, ein bisschen nicht die Gegenfahrspur hier nutzen. Aber das Leben ist wie eine Schachtel Praline, man weiß nie, wie die Füllung man bekommt. So, starten wir hier. So, das müsste reichen. Dann machen wir hier TH für Tierhof. Das ist dann das Gülle. Da, da. Zack. Machen wir gleich aus die Maus. Dann verbinden wir es hier mit dem hier. So. Und wir verbinden das hier mit dem hier. So. Du kannst nach Hause fahren. Ne, warte mal, bleib mal stehen, sonst ist es weit nach oben. Wir machen natürlich erst die Einordnung hier. Hier hoch. Da sehe ich auch schon wieder, was mich nervt. Das muss ich gleich ändern. Ihr kennt ja meinen Monk mittlerweile. Hier hoch. Und Hülle. So, jetzt gehen wir gleich wieder rein. Hier hoch. Der ist der Lager, das muss geändert werden. Zack. Jetzt kann ich nach Hause fahren. Ich mache hier noch meine Verschönerung. Verdingschönerung. Da genügt es ja, wenn ich die kleine nehme. Weil mehr wie Gülle geht da ja nicht rein. Ich stehe nur wieder falsch. So, die klammern wir auch hier ans Rohr. Ich denke mal so. Zack. Ja klar, zeigt nichts an, weil nichts drin ist. Und dann machen wir das gleiche in grün. Le Tool, Le Tool, Le Kleine, Le Kamera Dreh. Ne, so ist falsch rum. So. Das machen wir auch ans Rohr. Ungefähr. Ja. So, denke ich brauche dich noch. Sorry. Ich brauche dich noch, mein Freund. Weil unsere BGA möchte ja auch mal fertig eingefahren sein. Jetzt haben wir ja Zeit. Deswegen machen wir das jetzt. Oh. Nein. Nicht wegfahren, nicht abhauen. Hier bleiben. Zack. Stopp. So, erstmal kicken, ob alles läuft, wie es laufen soll. 18. Voll gedüngt. Yeah. Ja, Steine sind drauf auf dem Ding da oben. Was soll's? Wir müssen jetzt auch gleich Feld 11 dingen, wenn wir schon da sind. Das heißt, der Kurs kann raus.
Das kann ja mal zu, das erwähnt mich jetzt. So, Feld 11. Kurs laden. Kalken und düngen. Und dann fährst du es auch zu. Oh, was ist mit meinem Bauch los heute? Feld 11. Fängst du auch gleich an. Müsste ja versorgen auch gehen. Und gucken, was einfährt, hält es sich ja alle Möglichkeiten offen. Weitermachen. So, da sind wir bei der BGA. Dann guckt aber mal, wie wir das mit den Gärresten machen. Da ist die Beladung ja da hinten. Wie fahre ich da am besten hin? Oh, da ist ja eine Rampe. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich fahre es so rein, wird dann geladen, kann ich hinten noch wieder raus. Oh, schon mal. Ne, das wird zu eng. Ne, das wird zu eng. Aber ich will den Trigger will ich auch nicht fahren. Heizkraftwerk. Ja, weniger verfallen. Es sei denn, er ist leer. Dann ist sicher Schnuppe. Ja, ich glaube, ich mache das so. Wenn der Tank das leer ist, kann er ja ruhig über den Trigger fahren. Da passiert ja nichts. Das müsste reichen. Na komm, gib noch einen Punkt. Sicher ist sicher. So, das ist dann die BGA Strich Gärreste Beladung. Ich weiß nur nicht, ob da auch Methan rauskommt. Oder ob das hier rauskommt. Ich schätze mal hier oder da. Richtig aus. Richtig aus. Jetzt haben wir zumindest mal die Gärreste. So, der braucht natürlich auch eine Ausfahrt jetzt. Das ist klar. Dann kreuzen wir hier einfach mal ganz frech. So. Das reicht. Und dann kann der sich hier einreihen. Na komm, machen wir es hier. Mal eine schönere Linie. So. Lass ich auch mal noch offen. Also ich mache noch keine BGA. Vielleicht mal gucken, wie das mit dem Methangas ist. Und du kannst jetzt nach Hause fahren. Und wir hüpfen mal zu unserem Freund hier. Ach Gott, wir haben ja gar keine Zeit mehr. Ja, Freunde. So schnell verliert man die Zeit, wenn man beschäftigt ist. Dann bleibe ich mal hier stehen. Also das
das mit Gärreste holen wir nächstes Mal. Aber ich denke mal, die Felder, die werde ich fertig düngen, dass wir schlafen können und unsere Sonnenblume ernten können. Also die Felder, wenn ihr morgen kommt, sind die alle fertig. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann kommt doch morgen rein und guckt euch das weiter an. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Heute hat mich's gefreut, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.